Hallo und Happy Day, meine Lieben. Ich teste heute mein neues lustiges Video-Equipment und eins davon ist dieses Teil hier. Das ist in diesem riesengroßen, tollen Koffer und wir gehen gleich raus und testen es. Und jeder, der sich fragt, wieso hat der Benny jetzt so eine ruhige Hand und wieso ist das Bild so geil, das liegt nicht daran, weil ich jetzt ultra viel trainiert habe und so toll meine Hand ruhig halten kann. Nein. Ich habe einen DJI Osmo in der Hand und dieses Teil sieht so aus, ich zeige es euch mal. Das ist natürlich zu zeigen, wie das aussieht. 1, 2, 3. So sieht es aus. Ein super lustiges, witziges Teil. Irgendwie schaffe ich es noch nicht genau, ganz genau, dass ich im Bild bleibe, witzigerweise, aber, ja. Komisch. Ja, irgendwie so funktioniert das Ganze. Ab und zu renne ich raus aus dem Bild. Wir werden sehen. Was ich schon gemerkt habe jetzt in den paar Minuten, die ich hier filme, das Ding ist unglaublich schwer. Irgendwie. Und ich schaffe es tatsächlich nicht richtig im Bild zu bleiben. So sollte es ungefähr funktionieren. Ja, ein kleines Update zu den Moringas und Co's habe ich natürlich auch. Hier kommt der erste Moringa raus. Ihr seht, ein kleiner. Und irgendwann an der Seite kommt noch ein anderer raus. Und hier auf der Seite kommt auch noch irgendwas. Kleines grünes. Naja, wir werden sehen. So, also die Selfie-Funktion funktioniert schon mal sehr gut. So, und jetzt wird das Geheimnis gelüftet, was in dieser geilen, großen, schwarzen Kiste ist. Schauen wir mal rein. Eine riesengroße, fette Drohne von DJI. Die Phantom 3 Professional. Da ist sie. Und dazu gibt es eine voll fett geile Fernbedienung. Fernbedienung. Was gibt's noch? Propellers. Da gibt es noch einen Farbcode. Silber und schwarz. So. Ja, schon ganz schön aufwendig, bis man das hier installiert hat. Das muss ich mir schon mal ehrlich sagen. Genau, ein Tutorial. Find a safe place heißt. Sollte gutes Wetter haben. Gutes Wetter haben wir. Ja. Open Area haben wir auch. Keine großen Gebilde, ja, haben wir nicht. Und keine Powerlines, also keine Strommasten und so haben wir auch nicht. Haben wir. Check GPS Satellite. Okay, haben wir. Check Battery. Haben wir. Wie jedes Mal, wenn man irgendwas Neues Spielzeug hat, man muss Sachen downloaden. Ich hasse es. Aber hilft nichts ohne
Ohne Upgrade lässt er mich nicht loslegen. So, das war nicht geplant eigentlich. Aber das ist ganz schön laut, ne? Mhm. War das beim letzten Mal auch so laut? Ja, aber eigentlich hätte es sich noch kalibrieren müssen. Das hat er jetzt irgendwie nicht gemacht. Und ein Ding blinkt rot auch. Ja, irgendwie. Gucken wir eh mal hinter die Kulissen, was wir da sehen. The home point has been updated. Please check it on the map. Jetzt kann ich nämlich sagen, wo er nachher hinfliegen soll. Wenn er nach Hause kommen soll. Ja, ist eigentlich ziemlich gut. Und has been updated. Please check it on the map. Ja, also letztes Mal hat er noch irgendwie eine Kalibrierung gemacht. Die scheint er jetzt irgendwie nicht zu brauchen. Das GPS-Signal heißt Safe to Fly. Also ja, wir testen es jetzt einfach mal. Garten. Ja. Ja, so sieht mein Garten von oben aus. Wir werden so ein bisschen runterkommen. Fliegen wir genau auf die Paloma zu. Der ist ganz schön laut. Hier ist die Paloma. Ich kann wieder zu uns. What?
Da kommt er angeflogen. Das war eine saubere Landung. Meine erste Landung sehr, sehr gut. Voll geil. Kann aber tatsächlich nochmal irgendwo hinfliegen, wo was cool ist. Irgendwie. So, vielleicht. Ja, jetzt wollen wir dann von oben gucken, wie die Seeker von oben aussieht. Ist das wie hoch kann das fliegen, das Ding? Keine Ahnung. Weiß auch nicht, wie hoch er jetzt war. So hoch ja wie das Haus, keine Ahnung wie viele Meter das sind, so geschätzt. 30 Meter? Vielleicht, sowas. Also er war über dem Haus drin. Ja. Ja, dann machen wir da nochmal an und fliegen dann wieder auf die andere Seite. So, und dein Fazit? Braucht man sowas? Und wenn ja, wofür? Oh, ich habe jetzt gerade vergessen zu filmen. Den letzten Flug haben wir gar nicht mehr gefilmt. Oh nein. Ja, super. Super schöne Bilder jetzt gemacht. Auch wenn ich sie euch jetzt nicht mehr zeigen kann, weil der letzte Part, wie gesagt, habe ich nicht gefilmt. Das ganze letzte mit den Bildern über Ciri. Ja. Und ich kann jetzt leider auch nicht mehr starten, weil er jetzt schon sagt, low battery. Oh. Noch 28, vielleicht kann ich noch einmal starten. Lass es lieber, nicht, dass er abschmiert. Ja, aber ja, man braucht was, brauchen wir es nicht. Es macht coole Bilder, ich denke. Es macht schon Sinn, das zu machen. Und, einen Teil habe ich ja gefilmt. Ja, aber eben, der Akku hält nicht wirklich lange. Wie lange waren wir jetzt draußen? 15 Minuten? Ja, ungefähr. Zweimal gestartet. Ja. Aber ich denke, es macht auf jeden Fall Spaß. Oh, und schon sind wir fertig mit der Moringa-Pflanzenanbau. Und damit dem Ganzen nichts passiert, geht es an einen sonnigen Ort, der ist hier. Und auch die Pflanze Nummer 2 kommt dorthin. Da haben wir auch noch den Chili von gestern, der hier freudig wächst.